Chinggis Khan 1162 bis 1227 oder die seltsam Kenzi Video, die ordnende Hand einer wilden Horde Chinggis Khan um 1162-1227. Diese Leute rauben nicht, zünden keine Häuser an, keine Tiere, sondern verwunden und töten nur im Verjagen. Sie, wenn es nicht anders geht. Aber fiel sie, als sie zu vertreiben als grausame und blutschilderte der Franziskaner Johannes de Piano Cargimgulen im 13. Jahrhundert. Und in der Tat war das die der Europäer, die in dieser Zeit unfreiwillig mit dem Reitervolk in Berührung kamen, als es auf seinen Siebterzügen bis nach Ostmitteleuropa vorstieß. Doch ein V, erfolgreich den asiatischen Kontinent erobern konnte, auch eine ordnende Hand. Und das war Chinggis Khan. Dieser Mann, der eigentlich Temüdschin hieß, war nur einer der vielen Stammeshäuptlinge südlich des tiefsten Asien. Erst mit den Jahren gelang es ihm, sich ja über weite Teile der heutigen Mongolei auf Zusk viele Stämme zu unterwerfen. Anschließend prophezeihe, dass er einst die Weltherrschaft erringen werde. Ehrgeizigen Temüdschin fiel diese Prophezeiung auf Rehnboden, und so ließ er sich ab 1206 nur noch den nennen, was übersetzt etwa so Weltherrscher oder O-Herrscher bedeutet, ganz man das nie herausgefunden. Nicht einmal zwei Jahrzehnte unterstand Chinggis Khan Asien, von Korea über nur die Mongolei, das heutige und den Iran bis zum Kaspi. Sein westlichster Feldzug endete der heutigen Ukraine. Untanen und Enkeln, die Einträchtfestigung und Erweiterung der nach Westen arbeiteten, sollte nicht Schluss sein, denn sie auch Russland und drangen Europa vor. Chinggis Khan 147. Schon früh machte Chinggis Khan dieses mongolische Reich durch die Expansionen zu einem Vielvölkergemisch, in dem die Mongolen nur noch einen kleinen Teil darstellten. Und je mehr Stämme er unter seiner Herrschaft zu vereinigen hatte, desto besser musste die Organisation sein. Chinggis Khan begriff das sehr schnell und setzte diese Erkenntnis auf vielerlei Gebieten um, so schuf er etwa eine straffe Heeresorganisation und eine feste Kampfformation drei Flügeln. Außerdem erkannte er die Bedeutung von Schrift, und um verbindliche Regeln stellen zu können, ordnete er an, die Schrift sieben türkischen Uiguren zu benutzen, die er auf seiner Feldzüge kennengelernt hatte. Die vier Ongolen kannten bis ins 11. Jahrhundert hin keine schriftlichen Aufzeichnungen. Mithilfe des Mediums der Schrift erließ Chinggis Khan nun ausführliche Gesetze zu irischen Fragen, zur Verwaltung und zu in der Disziplin. Ein Hauptproblem seines Ölkerreiches war nämlich, dass sich die ohne, die als Nomaden meist ein unstetes Ehen gewohnt waren, gegenseitig überfielen, ausraubten, um Bräuchen wie Plünderungen oder der Blutra ein Ende zu bereiten, verhängte Chinggis Khan drakonische Gehen auf schwere Verbrechen wie Mord, Raub oder Ehebruch, gar der Tod. Ein weiteres Problem seines Vielvölkergebildes ist Kulturgemisch. Chinggis Khan zeigte jedoch Fingerspitz und versuchte beispielsweise nicht, alles der Mongolie Adeltur zu unterwerfen, sondern respektierte die chinesische Anische Kultur. Zudem übte fast grenzenlose religiöse zahaft fortschrittliche Chinggis Khan zwar der SD. Entlang der zentralen Wege wurden regelmäßig von etwa fünf Galoppstationen eingerichtet, an wohl Reiter als auch Pferd werden konnten. Darüber hinaus standen auch Eberreit. Diese Maßnahme fiehziehend, dass die Nachermittlung dreimal schneller als zuvor. So trat das Mongolische des 13. Jahrhunderts als Ensche in vielen Kulturen in Ung und war zudem wie eines neuen Weltverkehrs und gerade Europäern weiten erschloss. Auf den Verkehrswegen reisten nur Missionare wie Carpini, auch Kaufleute wie Marco den Bewohnern des Abendlandes, aber blieben diese Leistungen der Mongolen weitgehend verborgen. Sie nur von ihren Eroberungszügen, bei denen sie übrigens mit ihnen verbündeten Tataren vorausschickten. In es deshalb immer nur die Tataren kommen, wenn Golen im Anmarsch waren. Angesichts des Schreckens verbreiteten, lag die Assoziation mit dem Tartaros, der O aus der griechischen Mythologie, nahe. Und so wurden innovativen und toleranten Mongolen in Europa die Hölle entstiegenen Tartaren. Die Mongolen, wenn man das Konglomerat i
nennen möchte, zeigten somit zwei Gesichter. Nach A schienen sie allen angegriffenen Völkern verständlich mordende Meute, im Innern aber wurden sie zu einem Großvolk, bei dem Chinggis Khans Maßnahme, C ihre Wirkung zeigten und zur Vordauer des Reich. Der bereits zitierte Carpini schilderte nach seiner Expertise Seite. Sie sind gehorsamer noch als unsere Ort gegenüber ihren Oberen. Sie erweisen ihren Herren Furcht als alle anderen Leute und wagen es nicht leicht lügen. Selten oder niemals stoßen sie Scheltworte gegen aus, nie jedoch artet Zank in Tätlichkeiten aus, auch dann wenn sie betrunken sind, und sie betrinken sich viel. Körperverletzung und Totschlag kommen unter ihnen, diese Worte stecken voller Bewunderung, die sicher Europäer nachvollziehen konnten.